Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin hier noch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hattorf und wir gucken uns ja so ein bisschen die Beleuchtungstechnik an von der Firma Setolight. Und jetzt kommen wir zu Aldebaran XLD Kompakt. Jetzt wird's gut, und zwar, die packe ich mal aus. Man sieht schon, warum heißt sie kompakt. Der ist wirklich für die Damenhandtasche gedacht. Wir haben zwei Aufnahmebolzen, einmal Standard und einmal mit Gelenkarm sogar. Aber ich nehme es mal Standard, aber nur, dass ihr das wisst, das geht auch. Bedienanleitung haben wir natürlich auch mit da drin. Brauche ich jetzt auch nicht nehmen, weil die untereinander kompatibel sind. Ich habe hier noch aufgebaut vorhin die 360 Grad. Das Video könnt ihr euch mal oben mal einblenden. Da haben wir ja gerade schon mal was getestet. Jetzt nehmen wir mal die XLD kompakt raus. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass sie sehr, sehr leicht ist. Irgendwas so um die 8 Kilo. Ich will mal sagen, ein richtiger Kerl merkt das nicht. Man macht erst den Bolzen drauf, auf den Dienzapfen, zack. Und dann die Lampe. Kann es gerade selber gar nicht glauben, aber schon fertig. Dann kann man das hier noch mit festmachen, fixieren. Zap. Cool. Einmal angeschlossen. Beleuchtung. Aber auch ganz ordentlich. Wenn man die Lampe jetzt nicht so hoch im Betrieb hat, ne, kann man sie entweder mit der Bedienanleitung dimmen und oder eine Diffuserscheibe noch vorne reinstecken. Das ist auch ganz cool, dass man das machen kann. Habe ich sonst eigentlich nirgendwo gesehen. Das heißt, man hat eigentlich viel angenehmeres Licht, wenn man hier quasi die Lampe irgendwo in der Nähe, in der Höhe nicht ganz so hoch fährt, hat man hier ein angenehmes Licht zum Arbeiten. Oder? Was man wissen muss, sie hat 280 Watt Leistungsaufnahme, macht bei 45.000 Lumen und ist auch IP65 geschützt. Das heißt, die kann auch richtig, da kann man auch mal mit dem Hochdruckradio mal draufhalten. Also wirklich was für den Einsatz. Und eine Besonderheit, die liebe ich, nämlich wenn man jetzt an Einsatzstellen arbeitet, wo man nach oben leuchten muss. Das kann auch manchmal in Kellern sein oder an Hochhäusern oder in großen Einsatzgebieten, wo man einfach nach oben Licht braucht, kann man die hier einfach ausrasten, hochnehmen und umdrehen. Zack, eingerastet, fertig. Also man ist hiermit höchst flexibel, die ist super leicht und echt wahnsinnig kompakt verbaut. Und ich finde tierisch hell. Bin wirklich gespannt auf das Ergebnis auf dem Fußballplatz. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's. Ich habe mir gerade noch mal den Knickkopf angeguckt und das finde ich auch total witzig. Man kann den hier sozusagen bis 90 Grad quasi runterstellen. Und wenn ich jetzt mal so eine Mittelstellung mache, kann man dann die XLD kompakt einfach hier oben drauf packen. Das heißt, man kann jetzt diesen Kopf hier frei ausrichten, wie man es für die Einsatzstelle braucht. Drehen und was man alles will und dann macht man es fest, einmal angezogen. Es bleibt so, man ist dadurch höchst flexibel im Einsatz. Finde ich auch eine klasse Kleinigkeit, aber mega. Kann man dazu kaufen. Ich glaube, das ist auf alle Fälle wert. Klasse. Also man hat hier die Bedieneinheit quasi auch dabei. Wir nehmen mal ruhig meine von der anderen 360 Grad, die wir gerade getestet haben. Nochmal. Ist aber auch ganz ordentlich. Die würde ich jetzt ein bisschen hochkurbeln. Und schon ist mein Chef an der Einsatzstelle.